Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Festum Shit mit mir, dem Re. Und heute spielen wir Shadow Tactics Plates, genau, Plates. Teller des Shoguns. Plates of the Shogun. Ich glaube, ich spiele von der Dalek, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Hier, ich habe schon ein bisschen Einstellungen gemacht, vor allem hier. Sprache der Stimme auf Japanisch, Textsprache Deutsch, also nicht wundern. Let's go. Ja. Normal, easy. Ja, Sprachen habe ich schon auf Japanisch. Passt. Manche Fähigkeiten können wegen ihrer Flugbahn aus der Deckung heraus benutzt werden oder über Hindernisse hinweg. Also, soweit ich weiß, ist das einfach hier XCOM. Im feudalistischen Japan. Aber jetzt kriegen wir erstmal Tutorial und so. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Feindliche Zivilisten greifen dich nicht an, aber wenn sie dich entdecken, rufen sie die nächstbeste Wache. Okay, dann kann man mal hier auf Weiterklicken im Schloss Osaka. Ich tu mal den Mastiger weg. Edo no Shoki. Oh Gott. Geil. Jawohl. Ja, genau. Sag ja auch mal. Hätte das gedacht, vielleicht wird es ja doch noch anspruchsvoll. Okay, Alter, hier, da liegen Leichen. Die haben schon Gewehre. Hier passiert nicht viel, trotzdem bleibe ich vorsichtig. Ist jetzt die Frage, sind wir auf der Seite von dem Shogun? Überall Barrikaden, ich würde jetzt überreden, sich auf den nächsten Angriff des Shoguns vor. Wir sind auf der Seite von dem Shogun. Ich weiß nicht, wie akkurat Total War Shogun 2 ist. Aber in Total War Shogun 2 war es so, dass Dingenskirchen, dass die Shogun-Einheiten, die waren quasi die modernen, also quasi wenn du Shogunat gespielt hast, war modern mit Gewehren und Kanonen und was weiß ich. Es gab zwar auch solche Sachen auf der Seite der Kaiserlichen, aber eher weniger. Deswegen wundert es mich gerade, falls das Kaiserliche sind, dass das Gewehr, dass die Gewehre haben. So hebt man den auf, dann legt er mal wieder hin. So, okay. Wenn das so wird. Okay, dann mal hier hoch. Das schaut doch schon mal. Das fühlt sich an wie Divinity. Das ist ja eigentlich mehr Divinity als XCOM. Letzter Spielstand. Was kriegt man hier? Missionslog, drücke Pionis, das zeigt dir dein Auftragsziel. Hier findest du auch ein Protokoll sämtlicher Gespräche. Also, du schreibst auch Infos im Museumslog auf. Klettere die Klippe hinauf und infiltriere das Schloss Osaka. Alles klar, wie mache ich das? Ninjato Kurzschwert. Okay. Ah, so geht's weiter, Icy. Gut, jetzt macht der Stein dann Abgang. Das haben die bestimmt nicht gehört hier, ne? Also. Eben. Der hat's gesehen. Kamera drehen, alt links. Ah, Icy. Oh, das fühlt sich sexy an. Schauen wir uns mal das Ganze hier an. Die Gute muss arbeiten. Hier gibt's Leichen, noch mehr Leichen. Ah, hier geht's in einen Missionsblock oder sowas. Was auch immer das war. So, so wie ich Stealth-Spiele kenne, ist, wenn wir jetzt darüber springen, fliegen die Federn, dann fliegen die Federn hoch und wir werden entdeckt. So schaut's aus.
Du kannst jederzeit schnell speichern. Drücke F5 für schnell speichern. Drücke F8, um letzten Spiel anzuladen oder öffne das Menü, um einen der letzten drei Schnellspeicherpunkte aufzurufen. Der Timer in der oberen Ecke des Bildschirms zeigt dir die Zeit seit dem letzten Speichern an. Das heißt, wenn ich jetzt hier F5 klicke. I see. Cool. Jetzt wird hier oben sogar nochmal angezeigt. Ah, sweet. Kamera zurücksetzen wie. Okay, ich weiß jetzt zwar nicht, was die hier machen, schauen wir mal. Das bedeutet Ärger. Okay. Es ist eigentlich so ein nice. Das ist, ich vermute mal, dass sie uns nicht sehen darf. Deswegen sollten wir jetzt dann wahrscheinlich, wenn sie sich umdreht, hier hingehen. Aber dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier. Wie geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich jetzt halt, wenn sie das nächste Mal kommt, gehen wir dahinter am besten wahrscheinlich. Snacken uns das Ding hier und keine Ahnung, was wir da mit dem Typen machen. Wahrscheinlich können wir dann irgendwie hier rüberklettern oder so, hoffentlich zumindest. Ah ja, hier, können wir. Gibt's hier noch einen anderen Weg? Ja. Aber nichts zum Holen. Deswegen ist es vielleicht weniger riskant, jetzt da hinzugehen. Hervorheben, ha. Ah, I see. Uede shindeiru. Kochi wa mazui na. Also konzentriere dich, um Feinde schnell und leise zu töten. Drücke A, während ein Ziel. Wähle ein Ziel und benutze Maus L, um den Feind zu töten. Für ein nicht tödliches Vorgehen drücke Y, um Niederschlagen auszuwählen und wechsle den Modus in deiner Fähigkeitenliste. Automatisch aufnimmt. Das heißt. いや、今が血を欲しがって。個人的な恨みはない。音を立てるな。水のように動け。 Hier kann man gar nicht runter. Oh, so. Okay. Das heißt, das ist nochmal eine Stufe höher. Muss man jetzt hier wieder drehen. Geht's hier runter. Schauen wir mal da rein. Jetzt? F5. Geh mal hier runter. Alle Gegner haben ein Sichtfeld dargestellt durch einen grünen Sichtkegel. Wähle einen Gegner aus und benutze Maus R, um seinen Sichtkegel anzuzeigen. Wenn du das Sichtfeld in deinem Bild färbst, ist sich gelb. Sobald der gelbe Bereich dich erreicht, kann der Gegner dich sehen und schlägt Alarm. Also, das heißt, wenn ich jetzt hier. Dem sind wir jetzt in den Seebereich. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal schlau, hier hinzugehen. Also entweder vorbeischleichen oder ausschalten. Eins, zwei, drei, vier, umdrehen. Machen wir jetzt so wenig Toten wie möglich. Aber eine größere Herausforderung. Dunkelheit hast du davon nicht vergessen. Das hat zwei Bereiche, hell und dunkel.
erklärt hast, um mich zu ducken, so schleichst du ungesehen durch dunklere Bereiche. Objekte, Büsche und Felsen schaffen für dich dunkle Bereiche. Ducken verbirgt dich auch, wenn du dich auf einer erhöhten Position befindest, bla 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 bla, etc. pp. Stein werfen. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Ja, du kannst Steine werfen, um Gegner abzulenken. Drücke D während ein Zielbereich und drücke Maus L, um einen Stein zu werfen. Wir halten die Stelle auf den Stein auf, schlägt für ein paar Sekunden im Auge. Du kannst manchmal also anlocken, aber manchmal ist ja schon alles, was man braucht. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle. Okay, gut. Dann kann ich hier hin. Und kann mich hier verstecken. Und bin nicht mehr im Sichtfeld und gehe hier hinter. Ist eigentlich bis jetzt ganz nice. Ich bin gespannt, wie dann wie der Kampf ist. Okay. Da kommt schon Grenade zu Manhattan. Oh, voll erwischt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt dem Samurai helfen. Es kann ordentlich schief gehen oder auch nicht. Hayato Shuriken kann den Gegner auf mittlere Range töten. Drücke S wäre ein Ziel und benutze Maus L, um Shuriken zu werfen. Der blaue Kreis gibt an, wie lautstark der Todeskampf des getroffenen Gegners ausfällt. Achte darauf, das Shuriken wieder einzusammeln, bevor du weitermachst. Ist auch wieder so ein Spiel, wo ich mir halt denke, das könnte man halt auch Let's Play, weil es einfach geil ist. Was bringt jetzt das? Ja, easy. Unushi no okage datta no ka. Nao o kikasete kure. Chanto rei o iitai. Saki ni naka ni irete kurenai ka. Kansha sareru nara, men to mukatte no hou ga ii. Yokaro. Ah, mit Maus kann ich, das heißt, jetzt habe ich die Kontrolle über ihn. Das kann er benutzen, einen Katana-Schild, um einen Nahkampf zu strecken. Samurai-Rüstung benutze deine beiden Schilder, um alle Gegner in einem Nahkampf zu strecken. Sag, um einen Gegner anzulocken, wenn er die Flasche aus und muss sie ihm wieder abnehmen. Kerai tachi wa shinda. Sessha mo ippo machigaeba. Okay, schauen mal, was wir hier jetzt machen können. Mugen kann seine Sageflasche als Gitter benutzen, um Feinde anzulocken. Drücke DB an ein Ziel und benutze Mauswell, um die Flasche zu platzieren. Ihnen kann die Flasche sehen, sobald sie im höheren Bereich ihres Sichtfelds befindet. Wenn ein Gegner die Flasche einsammeln muss, ihn ausschalten, um sie wieder zu bekommen. Hat sich gerade leicht angehört wie Saitama. Als ob das jetzt Health gekostet hat. Der Heck. Das ist irgendwie leicht. Kannst du eine Shadow-Technik, um alle Gegner in einer Reichweite zu töten.
Drücke S, werde dann wähle einen Zugpunkt und benutze Maus L, um den Angriff auszuführen. Beginn Sprint zur Mitte des roten Kreises, tötet jeden Gegner in Reichweite. Tipp, der Schwerpunkt ist sehr wichtig, hat aber lange abgezeichnet, so ziemlich bedacht ein. Das wollte ich. Das heißt. Ja, okay. Dann wissen wir, wie wir es machen. Jawohl. Nice. Okay. Die aktivieren wir jetzt. Genau, und dann können wir nämlich hier hoch. Katajikenai. Sesha wa Oshiro Mugen to mousu. Onushi wa Iga no Hayato da. Iga? Naruhodo. Uesama ga shinobi o yatotta to kiiteita. Oshiete kure. Dono youna nin nano ka? Okay. Yagramon wo akeru. Seimon wo ka? Baka wo mouse. Yōsai da. Naka kara akeru hitsuyō wa nai. Kayaku no taru ga hitotsu areba ii. Boah. Bist du wahnsinnig, Alter. Yōi de wa nai na. Yokaro. Oto mo shiyō. Soitsu wa. Arigatai ga. Schauen, was wir hier machen können. Wenn du sicher sein müsstest, im Bereich nicht probieren wird, benutze die Sichtkegelmarkierung. Wähle ein Ziel und halte Maus R, um eine Sichtkegelmarkierung zu setzen. Gegner, die in der Sichtkegelmarkierung sehen können, sind Verfolger, um sobald sie den Bürger verschwinden. Was ist das? Frage ist, können uns beide da hochklettern? Nein, natürlich nicht. Nur der eine kann hochklettern. Dann verstecken wir ihn derweil nicht, dass da noch was Böses ankommt. Kann man da nicht drüber sehen, oder? Er geht halt komplett weg. Die Frage ist, welcher Weg ist jetzt der schlauere? Hier lang muss ich wahrscheinlich zwei Leute umbringen. Hier lang. Shinobiashi. Wenn ich hier lang gehe. Medatsu tokoro ni shitai o nokosanai yoni na. Samurai ya taru. Ie no naka ni kakusu nda. Shinobi ni osowaru hi ga kuru nante na. Kommt zwei. Der andere von hinten kommt jetzt auch wieder. Die Sache ist, ich könnte ihn halt mit den Schuriken, weil die patrouillieren ja hier. Ich könnte ihn mit den Schuriken ausschalten. Dann mit dem anderen reinkommen und die Leiche verstecken. Oder, wenn sie auf einem Haufen stehen, hingehen und dann... Ne? Ja, das schaffen wir auch ohne so viele Tote. Shit. Fuck. Ha! Das ist ja blöd. Okay, das heißt regelmäßig schnell speichert.
Achso, okay, das wird es. Mizno Yoni, Goke. Umak Kugri Nukirka. Soretomo Ansatz Sirka. Oto Tadena. Ore no Kotoa Minaka Takotonishiro. Die Frage ist. Ach ja, genau. Monga Shimerata. Kabe wa Nobori ni wa takasugiru. Ukai shiyou. Totsunyu suru. Ha. So. Ganz easy wird hier durchgeschlichen. Nanika kangae tsukanai to. Kochi wo shimerareta ka. Besu no michi wo sagasu shika. Das können wir jetzt überspringen, weil wir ja wissen, wie es funktioniert. Mitsukaru na. Und dann wird man schnell geschlecht speichert. Anscheinend ist Schnellspeichern sehr wichtig in diesem Spiel. Shuriken wo tsukaru. せっ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 
気をそらさないと。今のは剣術。迅速に動かねば。我らの出番だ。ゴングラはどうだ。Die beiden jetzt hier vorbeikommen, dann machen wir die weg mit dem Flächenangriff. Daisho! Es werden halt auch nicht gesehen, ne? Wieso? Tazam! Issatz! So, F5. Matte, Mudadana. Warte, Asuga Aru. Mudanis Rijikan, oder ich war nein. Das war close. Dreht er sich auch einfach um, der Sack. Judan Sudenai. Sasamikso.迅速に動け。手に入れた。名誉の死ならばそれもまたよし。 Ah, das musste ja schief laufen. Shit. Shit. Das ist ja mal behindert. Jetzt muss er nur noch hier näher rankommen, weil sonst... Die Zeit kann man nicht pausieren, oder? Nee. Katana o tsukawaneba. Warera de kono iksa o owarase yo zo. War nix. Koko wa kiken da. Keikaku dori. War nix. Jinsoku ni ugokaneba. Eben. Tadachi ni. So, ist die Frage, wie kommen wir hier weiter? Indem wir ihn auf jeden Fall hier hin verlegen. Ich stand natürlich ja nur alle auf einer Ebene, war ja klar. Da ist halt noch mal einer. Der sieht ihn aber nicht. Okay. Dann habe ich einen Plan. Schnell speichern. Ichigeki!
見回りがあるとき終わった。やった。なんてことはない。我らはくじけはせん。我らの出番だ。さあ行くぞ。早速戦闘か。いいだろう。そう。門につけ。我らの運命は。急ぐぞ。我らが決める。Oh, da unten, da war ganz schönes Schlechtle, du. もうすぐだ。Speichern ab. 戦術。迅速に動け。Okay, man kann keine Dinger queuen auf jeden Fall. Aber ich kann lesen, was da drin steht. Schauen wir mal. Wenn du möchtest, dass verschiedene Charaktere zeitgleich handeln, benutze den Schattenmodus. Aha! Aber wie? Durch Umschalt links, um in den Schattenmodus zu wechseln, du kannst eine Aktion pro Charakter speichern, drücke Eingabe und alle Spieler gleichzeitig ausliefern. Ah. Nice.我らには明日がある。急がねば。直ちにそこに向かう。危なかったな。あんまな。さあ、den Schattenmodus。Ich kann quasi sagen, du machst den hier. Du machst den hier. Und ihr führt es aus, wenn der andere nach links schaut. Oder ihr wartet nochmal, bis der andere sich umdreht.敵があちこちに。大砲に注意しろ。困難が待ち受けておるぞ。So, wie geht's jetzt weiter? Da oben ist Schriftrolle, also vermutlich muss ich da einmal hochklettern. Da hinten ist Schriftrolle. お前は銃を使っていろ。終わりだ。Was sagt mir diese Schriftrolle? Strohhüte ist ein Gegner, der immun gegen Ablenkung ist. Alles klar. Sie reagieren nicht auf Köder wie Mugen, Sarge und Geräusche haben einen deutlich geringeren Effekt. Wenn Strohträger eine Person haben, beschicken sie normal Wachen, die der Sache auf den Grund gehen. Okay. Die Frage ist, wie kommt man hier weiter? Weil ein Dickerchen kann ja wahrscheinlich die Dinger nicht hochklettern, oder?大城無限向かっているぞ。死に立ち向かえ。名誉のために。Deswegen schicken wir sie jetzt dahinter. War hier nicht noch irgendwo so ein Ding?Der sieht es halt voll. Ich wüsste nicht, wie ich darunter kommen soll, legal. Ich wüsste auch nicht, wie ich darüber kommen soll, legal. Ich wüsste nur eine Möglichkeit, wie man nicht. Ne, hier kommt man auch nicht hoch. Wie soll man denn da hinkommen? Ah, okay, wenn er mit denen redet, dann halt die still. Aber der redet immer nur mit einem, sehe ich das richtig?
ist ja auch nicht besser. Jetzt lass mal wiederkommen, dann redet er entweder mit dem hier oder mit dem hier. Wahrscheinlich mit dem hier. Ne, jetzt redet er mit dem Linken. Gott sei Dank habe ich zwischengespeichert. Alles schlecht. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Das sehe ich jetzt schon, falls ich das wirklich let's playen würde. Diese Frage würde ich mir öfter stellen. Also beim Shinobi kann ich es mir ja vorstellen. Du grenzt dahin. Und der halt. Du kannst die halt nicht ablenken, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich werfe jetzt hier einen Stein hin. Die beiden ablenken. Ich schaue nur ganz kurz dahin. Wie mache ich das dann? Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das ist blöd. Anders geht's halt auch nicht weiter, ne? Wie kommt man hier weiter? Ich glaube, ich habe die einfach allgemein an der falschen Position platziert. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Oh, fucking hell. Yudan surde nai. Motto yoi michi ga aru hazu da. Shōri wa ware ra no mono da. Ue sama no tame ni. Omae wa jū o tsukatte iro. Iri da zo. Hayaku. Komare aru ikusa da. Mata zensen ni iru. Einen kriege ich mit dem Ding. Okay, ja, I see. Sassuk sentou ka. Wa ga inochi. Macht zumindest für mich mehr Sinn. Was sonst wäre das ja nicht da. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt hier weiter? Speichern wir mal. Also wenn ich ihn jetzt hier hinschicke, wird er von denen hier gesehen. Deswegen kann er schon mal nicht aufs Dach. Das ist schon mal gut. So, wie kriege ich jetzt den anderen dahin? Weil es bleibt ja nicht, es ist ja so, dass die quasi schon beide dahin. Und den anderen hätte ich ja niemals dahin gekriegt, oder? Eben, der hat es immer im Blick. Shuriken, Junbi kanryo. Ich probiere, glaube ich, mal was ziemlich Riskantes jetzt gleich. Okay.
Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das dürfte eigentlich funktionieren. So, der ist jetzt dann langsam in Range. Geh doch hier runter, du Trottel. Als ob. Als ob. Das ist jetzt ein bisschen. Das war jetzt unglücklich, dass genau ausgerechnet in dem Moment der nach rechts schaut. Komm, Banzai! Das war jetzt sehr unglücklich. Das war wirklich sehr unglücklich. Ah, die haben sofort das Ding gerufen, gell? Wie soll das hier funktionieren? Es wird wahrscheinlich nicht schnell genug gehen. Probieren wir es aus. Okay, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie es weitergeht. Allein Scharfschütze, wie geil. Als ob ich das jetzt geschafft habe. Takuma dono ni chigai nai. Daisan butai no shageki no meishu da. Doushi ga futari kuta ka. Yaguramon wo hakai shitai in jaro. Nara, als ob wir die da hören. Hanashi wo kiite min ka? Atama wo tsukaeba. Kayaku daru hitotsu de Yaguramon wo akirareru. Mon no chikaku ni taru wo oku in ja. わしが爆発させる。しかし、直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。ヤグラ門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば、樽を門の上に運び、標的となる場所まで投げることができるじゃろ。わしの銃に狂いはない。それじゃ。次の俳句でも読もうかの。門を守るんだ。Hier ist eine Zerode rausgekommen. So, wir haben hier ein Strohhut, zwei Strohhüte und einen Scharfschützen. やったぞい。よし。なんだ。やったぞい。やったぞい。いいか。見つけ次第攻撃だ。何もないぞ。よし。やったぞい。Fuck. Und ich habe mich zwischengespeichert. So eine Kacke. Wo ist meine Maus? Hey. Also. Welcher Bereich? Warera no unmei wa warera ga kimeru. Mattadanaka da. Nanda. Ja, easy. Sakazuki ni do. Washi no juu ni kurui wa nai. Ja, easy. それじゃ、次の俳句でも読もうかの。
Er hat hoffentlich nicht begrenzt von ihm. やったぞい。あっ、ひょうきんな御神ではあるが、我が兵に使徒してお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて。 Die Frage, wie geht's weiter? Hier sind zwei. Der eine rennt immer hier hin und her. Und der andere ist da. Ich kann durch mehrere Tore gehen. Ne? Okay, so kann man zwischen dem und dem wechseln. Aber wir kommen hier auf jeden Fall nicht durch. Hier kann man durchgehen oder man geht den Weg hier wegen dem Schießpulver. Nichtsdestotrotz, einen von den beiden Wegen muss man gehen. Die Frage ist halt welch? Vor allem wie? Ich glaube 1-1, dass der eine am besten den Weg hier geht und der andere den hier. Das schätze ich, für mich ist jetzt die beste Option. Der hat aber auch einen echt blöden Blickwinkel. Kann er den Stein so weit werfen? Shit. Attacke! Shit. Okay, so funktioniert es nicht. Aber das Level machen wir zu fertig, indem wir in dem Shit alle. Das macht schon Bock irgendwie, das Spiel. Das ist die Frage. Der Scharfschütze. Kann den hier wegknacksen? Und keiner merkt. Gut. Dann muss. Der hier weggeknackt werden. Und der hier muss weggeknackt werden. Und ich glaube, der reicht so mal dahin schleicht. Also spart man sich zum Beispiel eine Kuh. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar, meine Idee ist, er rennt dahin. Ich werfe einen Stein dahin. Dann werden die quasi, aha, okay, da ist ein Stein. Dann lasse ich ihn mit dem Shuriken abwachsen und er macht die drei mit dem Flächenangriff. Upsa, hört sich doch nach dem Plan an, oder? Und was er chillt dabei da oben. So. Der muss erst ein bisschen rennen, scheiße. Alter! Hat gut funktioniert. Nice. Dann holen wir uns mal den Shuriken wieder. Und er muss eins von den Dingen hier tragen. Die Frage ist,
wenn er jetzt so ein Teil trägt, kommt er dann hier runter? Ne, er muss die Treppen gehen, alles klar. Aber er hier kommt hier runter, oder? Ja, easy. Weil er kann den Stein werfen, dann werden die abgelenkt. Machen wir mal wieder. Ihn lassen wir mal auf Bereitschaft. Gut, passt. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, wie konnte man gleich nochmal. Ich kann einzig niederschlagen, Y, alles klar. Wieso haben sie den jetzt gesehen? What? Das heißt, es war nur Glück, dass es funktioniert hat, oder wie? Es war echt nur Glück, dass das funktioniert hat. Das ist ja blöd. Wird schon funktionieren, oder? Dahin. Der Stein. Scheiße! Wieso hat das vorhin funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr? Das ist ja behindert. Scheiße. Scheiße! Das ist scheiße. Okay, dann machen wir es anders. Pass auf. Er schafft die erste Leiche weg. Also normal, wenn wir ihn wegsnipen. Okay. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal nicht. Wie dann? What the fuck? Wenn die durchgehend herschauen. Wenn die durchgehend herschaut, wie soll das dann hier weitergehen?
meine, ich kann den Stein werfen. Da hat er sich vorhin runtergeschlichen, hat die weggenutzt. Aber jetzt auf einmal ist es ja so, dass der Offizier die hier sieht, ne? Vor allem, ich verstehe halt nicht, warum der die sieht, weil hier ist normalerweise gestriffelter Bereich. Dann machen wir es anders. Ich lasse ihn messen und dann den anderen mit dem Shuriken. Das dürfte eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann keine Ahnung, Pech gehabt. Ich wüsste sonst nicht wie. Ach, das war der Fehler. Ja, komm, kill ihn. Hau mal noch ein bisschen Sniper fangen. Okay. Die Frage ist, lieber gib mir das. So. Die Frage ist, von da vorne schaut auch keiner her. Jetzt zum Beispiel könnte man ihn messern und den Schnurpi darüber schicken. Und sobald er hier runter rennt, kann man ihn wegsnipen. Okay, das wäre dann der nächste Versuch. Okay. If it's stupid, but it works, it ain't stupid. Morgane ist ein sehr schwerer Gegenstand, der tragen könnte. Bin zum Maus, um einen schweren Gegenstand aufzunehmen und er wieder zu denken. Du kannst schwere Gegenstand aufwerfen, drücke Atem, Tür und Maus, als ihn werfen. Kannst du ihn nicht zurückholen, sei also vorsichtig. Ich hoffe, ich habe mit dem keinen Schuss mehr. Der muss einmal rumschleichen, gell? Ja. Sprechen wir ab. Fällt halt überhaupt nicht auf, ne? Einer plus. Ich
Die sterben halt, obwohl die nicht im Radio sind, aber die juckt's halt nicht, wenn denen voll einen Haufen Trümmer ins Gesicht fliegen. Ich meine ja bloß. ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが、わけまえはあんたにはやらないぞ。ははははかまわん。だが、すべてが終わったら、杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、隼人殿。拙者は戦いに戻る。いざ、上様のため。 Alles klar. Samurai war Schmiedagari dann. Lexinga Kawaru Shunkan ni Tachiaeru toa. Nagaiki o suru mon ja no. Denle! Denle! Daimyo Yamusama kara kita no to o kougeki se yo to no koto! Omochi kudasai. Soko wa hito ga mada iru no dewa? Lol, schießen die jetzt den Sniper ab? Warum? Warum schießen die jetzt den Sniper ab? Was soll jetzt das? Er schießt niemanden. Ha, du bist ja lustig. Schließe die Mission auf Hardcore ab. Schließe die Mission in unter 11 Minuten ab. Wir haben jetzt eine Stunde gebraucht. Ja, hätten aber noch 10 mehr Gegner töten können. Meiste Tode Mugen. Meiste Tode Schüsse Hayato. Nickte Kappa zeigt dir jetzt Blissen 0. Erlittene Wunden 9, getötete Gegner 39 von 49. 11 mal. Das ist der Erfolgsrate. 11-mal ausgelöster Alarm, davon 11-mal neu geladen. Woo! Berühre keine Büsche, löse während der Mission keinen Alarm aus. Töte niemanden im Level aus, es gibt ein entsprechendes Missionsziel. Ihr habt's doch wohl einen Arsch offen, und zwar alle miteinander. So, er ist jetzt irgendwie tot. Tja. Das ist natürlich jetzt ein blöder Cliffhanger, wenn das Festive Shit ist. Ja gut, Leute. Ich überlege mir, wie ich es mache, okay? Entweder das ist ein Festem Shit oder das ist jetzt ein Let's Play. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich denke, ihr wollt genauso wissen wie ich, was mit dem alten Mann passiert. Oder warum das mit dem alten Mann passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit diesem Festem Shit-Schreckstrich? Vielleicht Aufnahme Let's Play-Dingens? Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.